So Leute, willkommen zurück zu Infestation. Wir sind hier jetzt ein bisschen außerorts von dem eigentlichen Auslogpunkt. Vom Airport sind wir immer noch unterwegs Richtung Safe Zone. Und wir hätten es nicht geschafft. Ich bin verreckt. Und Ivan, den habe ich getötet. Er hat dann bezahlt, dass er wiederbelebt wird. Und kam mit Trinken, Essen, alles wieder hierher. Genau. Oh, ich bin doch so ein Heiliger. Das hat uns den Arsch gerettet. So haben wir gar nichts verloren von den ganzen Sachen. Ich müsste eigentlich einen Orden bekommen, ehrlich mal. Ey, du nutzt dein Ding ab. Ich nutze dein Ding gleich ab, du. Nee, noch 27%. Ich versuche mal, ob man... Oh ja. Ich versuche mal, ob man immer noch auf... Bäume hochklettern kann. Nee, sind zu dick. Ey. Bleib da. Boah, ich warne dich, Freundchen. Ja, hupfen. Wer die Beine auch so blöd anzieht dabei. Ja. Entzückend, entzückend. Wir haben auch ein bisschen gewartet, wie ihr seht. Ne? So schnell ist die Nacht nur jetzt auch wieder nicht rum. Oh ja. Uns 10 Minuten oder so. Jetzt bleib doch mal da, Mensch. Beweg dich doch nicht so weit weg von mir. Warum? Ja, ich will die eine klatschen. Nö. Oh ja, aber Airport sage ich erstmal nee, danke, ne? Erste Zeit kannst du nicht. Ah ja, das war eine... sehr schlimme Erfahrung. Oh ja. Da sagst du was. Oh, hast du mich erwischt? Ja, sicher. Genau im Bauch geschossen. Oh, bist du ein Arsch vom Feinsten, ehrlich mal. Was fällt dir ein? Machen gute Freunde so. Aua. Kriegst jetzt aber richtig da. Oh. Hör auf. Was sagt die Map? Guck mal, der Stein da oben. Der liegt auch komisch, als ob er gleich darunter rollen würde. Das sollte, glaube ich, auch eigentlich darunter rollen. Ey. Du liegst dann da drunter, ja. Ja, kannst du also knicken. Bleib mal da unten, stehen. Nee, hau ab. Hau ab. Für die Gedanken. Fürs Aussehen. Ja, ich kann meine Machete jetzt nicht benutzen, weil ich gesehen habe, die hat schon einen Knick drin. Müssen nicht riskieren, dass sie kaputt geht. Deswegen kriegst du von mir hier eins übergesammelt ohne Ende. Weit ist denn das noch? Oh, jetzt kriegt er richtig. Ganz Alter. Schön weit noch. Ich sag's ja. Und Arschbacken zusammen. Oh, ich muss irgendwie in dem Tal hier unten, ne? Wo hier unten? Hier runterrennen? Und dann? Unten im Tal muss irgendwo das Safe Zone sein. Nee, die ist da lang. Kommst du? Wunderbar. Ich werde mich auf jeden Fall erstmal am Airport nicht mehr blicken lassen, ohne Spaß, das war... Nee, da gehen wir auch erstmal nicht mehr hin. Wir können ja dann mal Richtung Campus, dann Richtung Norden, ne? Nora. Weil da sollen oben im Norden sollen nämlich auch Autos und so spawnen. Ja, ich möchte hier, Militärbasis hin. Ich möchte auch mal die Wetterstation mal ansehen, Frosty Pines gerne. Ja, Mountain Crest. Du bist doch ein... Na, warte, wirklich? Ich war hier am Erklären, ja? Und du nutzt gleich die Gelegenheit, du kleiner Arsch, und... Boah, na, warte. Ja, da hupf weg. Du kriegst kein Wasser mehr von mir. Doch. Verreck. Da ich doch da unten für die Straße lang.
Ja, aber so, wenn du runtergelaufen wärst, dann hättest du einen Umweg gemacht. Stirb, du Arschgeige. Ach, dann kriegst du gleich noch einen da. Oh Mann. Ja, jedenfalls. Himmel? Ja, es geht. Der Himmel schaut jetzt nicht so. Ist nicht das Gelbe vom Ei. Weißt du noch, wenn man mit der Sniper in den Himmel visiert hat, waren es nur noch Pixel? So geht er eigentlich. Ja, so geht er. Aber man darf nicht mit der Sniper in den Himmel gucken. Wie echt. Ja. Die Wolken bewegen sie sich überhaupt? Nö. 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 Alter, wie weit müssen wir noch? Boah. Wir haben gerade mal die Hälfte, kann man sagen. Ein bisschen mehr. Oh, du bist ein Saftsack vom Feinsten. Jetzt hör mal auf. In den Nacken geschossen. Ich vermöbel dir den Hintern. Weg, heraus. Aua. Mami. Genau. Ja, wollen wir die beiden hier nicht stehen lassen und irgendwann mit dem zurücklaufen? Nee, wir sind doch fast da. Oh, ich mag das Laufen. Warte mal, ich wollte eigentlich noch mal was überprüfen, ob hier hinten, hinter der Safe Zone immer noch das, weißt du, das Zeltlager ist. Ah. Müsste doch eigentlich hinter der Safe Zone sein, nach hinten. Ja, da hinten vor, da hinten in den Tal. Ne? Wo? Gut, es war hier alles ein bisschen verändert, aber... Die Safe Zone ist in die Richtung. Welcher? Die. Wo ich hinlauf. Warte, irgendwie ist das verkehrt rum alles. Du bist jetzt verkehrt auf die Karte guckst, ist da die Safe Zone, also so vom Gefühl her. Ja, die Straße da unten führt glaube ich schon zur Safe Zone, allerdings über Kurven hinweg und so und Berg und Tal und da laufe ich lieber die Luftlinie. Übrigens, Daniel, wie viele Spielstunden hast du hier? Weit über 600. Dürften jetzt fast 700 sein, ne? Ja, von damals, wo ich gesagt habe, wo das Spiel rauskam. Da hab ich da richtig, richtig gesucht. Ein halbes Jahr lang. Ja, war bei mir ähnlich. Bloß bei mir sagt Steam angeblich nur 30. Nee, Quatsch. Doch. 32 Stunden angeblich nur bei Steam. Ja, die macht. Nee, dann ist das alles verändert, dann gibt's das Zeltding auch nicht mehr. Wir sind nicht hinter der Safe Zone, ne? Nach hinten. Da, wo die Straßen noch weiterführen durch die Sperre da. Ja, aber da sind wir noch nicht. Ach ja, stimmt. Wir müssen jetzt immer hier weiter rechts halten uns. Genau, und dann genau, quasi an der Safe Zone vorbeilaufen. Ja, wir können gucken, ob das dort ist. Ja, aber erstmal in die Safe Zone rein. Nicht umgekehrt? Ja, weil Wasser ist auch schon wieder her. Ehrlich? Ja. Du, ja, ich hab irgendwie dir aber zwei Flaschen gegeben. Ja, die eine kleine könnte ich noch nehmen, aber dann fehlt es ja wieder an Essen. Alter, was hast denn du für einen Verbrauch schon mal? Da unten sind Zelte. Was? Zelte? Häuser? Zelte. Ja gut, auf der Straße so ein... Da gibt's was? Bestimmt. Ich hoffe es besser. Kommen Sie? Nee. Muss ich dir Feuer unterm Hintern machen, oder was? Ja, da zieht er jetzt, ne? Ja, hau schneller. Ich werde mal, die Machete werde ich nicht mehr benutzen.
Geht bestimmt nach einem Schlag kaputt. Ja, mein Cricket-Schläger hat noch 15%. Kann ja mal gucken, wie. 66,76%. Das ja. heißt, ist das jetzt bei 100, wenn das auf 100% ist, ist es kaputt, ja? Nein, wenn sie bei 0 ist. Oh, dann geht's ja noch mal, weil die so krumm aussah. Ist auch krumm. Ja, dann kann ich ja. Ich hoffe, es gibt hier wirklich was. Besser wär's. Zombies gibt's da. Oh, du hast gleich zwei in der Packe. Rette mich. Alter, voll eine Gewicht gekriegt. Ja, ich auch. Beinlos. Also Teddybär-Rucksack sehe ich. Boah, so viel. Was? Hier. Du hat. So laut gerade. Nee, Nacht du, schon. Vergiss es, ich sehe nur einen Teddybär-Rucksack. Oh, den Zombie hier noch, die noch angerannt kommen. Hast du deine Bescherung? Ja. Wisst ihr mal, wie das ist? Oh Mann. Da kommt der Dämon zum Vorschein. Ja, lass uns mal weiterlaufen. Bevor wir hier noch in eine Bredouille geraten, die nicht schön ist. Ich habe ja auch ein paar schöne Rucksäcke dabei. Den besten habe ich natürlich jetzt angezogen. Wann hast denn du den gefunden? Das war auch oben im Tower, wo die Kiste war. Der lag direkt vor deiner Nase. Alice ah, und dann so. Und dann gebe ich dir auch noch die Kiste. Oh, na, warte. Hast du doch gesagt. Aber nur eine dreckige M4. Ja. Na gut, die M4 ist eigentlich ganz gut, aber. Aber. Gut, ich habe eine M4 Semi, habe ich noch im Lager. Hörst du mich klicken? Nö. Nee. Das hörst du nur du. Schade. Was ist denn da? Eine PP? Eine was? Ja, schau es dir an. Das ist die, wo so ein Ladestreifen oben drauf kommt. Genau, aber das ist die, die kurze Version, sondern die mit dem langen Lauf. So. Die na, FNP90S. Ach, die P90, ja, da musst P90S. Diese gelben langen Ladestreifen kaufen. Genau. 50 Schuss ein Magazin. Genau. Hm? Oh Mann, Leute, wir müssen. Boah, wir sind fast da. Besser ist. Nur gestiefelt. Echt? Dann schon wieder nicht mehr. Am besten hat es mir gefallen mit dem Auto. Oh ja. Und mit dem ersten Superzombie. Der hat mir ganz schön zugesetzt. Das ist ja was, dass er mich da niederstreckt, hätte ich auch gleich noch den versuchen können. Mit der Machete, weißt du? Oh, das juckt ihn nicht. Lass dich nicht stören. Jetzt gibt's ein Blutbad. Ja, auch mein Trinken blinkt schon wieder. Ja, siehst du, weil du so ein böser Junge bist. Weil du mir Flüssigkeit aus dem Rücken haust. Das wird sein. Mein Cricketschläger ist kaputt gegangen. Trink mal lieber noch was.
Ah. Jetzt Was habe ich das noch ein ist? ganzes. Butter? Nee, Messer. Butterfly? Taktikmesser. Mein schöner Cricketschläger. Schön was mit dir. Boah, wie weit müssen wir denn noch? Ich hoffe, das kommt auch. Na, die haben das alles übelst gestreckt. Finde ich aber nicht Sag gut, ich ehrlich. doch. Das sind so lange Ja. Laufwege, das ist ätzend. Dann gibt es nur so wenig Autos hier drin. Ihr müsst nur an jeder Ecke eins stehen. Da hinten ist die Safe Zone. Boah, safe so ein Gelob seist du. Ehrlich mal. Halleluja. Gib Gummi. Ach, Bin vor dir, mein Freund. Nein, hör auf. Daniel, guck mal hinter dir, da ist ein super Zombie. Ah, wir sind das Safe und wir können uns ausloggen. Daniel? in die Safe Zone. Wir sind in der Safe Zone. Nee, da in dem Ding drin will ich rein, um mein Warum? Zeug reinzupacken. Brauchst du nicht. Beim Ausloggen kannst du automatisch aufs globale Inventar zugreifen. Wir können uns hier ausloggen. Na gut. Und dann vorher Schluss machen, ja? Ja, warte. Ich will mich beim Ausloggen dann den Leuten zeigen, was die Beute war. Heute war? Die Beute. Was die Beute war. Was Sie sehen Sie jetzt hier? Parturkit, ein großer Rucksack, mittlerer Rucksack, ein Helm, noch ein mittlerer Rucksack, Entfernungsmesser, ein MP7 und die MP4. Ah ja, und eine Schutzweste. Also bei Auch mir ist das noch. Ganze ein bisschen anders ausgefallen. Ich habe einen Large Backpack, einen mittleren, einen KT Decider, eine M4 bis zu einem P90S, Entfernungsmesser, zwei Stück sogar. Und sonst nur Müll. Da kann ich ja mal im Inventar zeigen, was ich schon so habe. Also ich habe so gut wie gar nichts. Seht ihr jetzt die Waffen, ne? Werde mal die MP4 drin lassen. Session 2 MP7. Dann nehme ich doch lieber eine MP. Was die MP4 hier. Also ihr seht, ich habe so gut wie gar nichts. Schade eigentlich, das Einzige, was ich habe, hier Raus. Rucksäcke. Ja. Hier 8, 9, 10 Waffen. Die hatten wir letztens in der Kiste gefunden, hier diese FN Scar. Genau. Munition habe ich gerade mal hier für den Bison ein Magazin. Für Schrot. Oh, ich Oh, ein weiß noch, auf meinem Taschenlampe, alten Account, da hatte ich Messer. Das habe über ich hunderte gekauft von Antibiotika letztens. und so. Naja, ich auch. Aber hier habe ich auch noch ein paar Schutzwesten. Helme. Ist nicht viel, wenn man das, wenn ich daran denke, was ich in meinem ersten Account hatte. Ja, geht mir Aber ein ganz bisschen. genauso. Ich habe gar nichts zu trinken. Großartig. Ich werde den mal eine Cola und ein Energy Drink essen. Ah, hier, Dosen. Und Ja, dann lass uns hier ein Ende setzen. so starten wir das nächste Mal. Ach so, du hast schon dich ausgerüstet, du Sack. Ich nehme auch Nachtsichtgerät mit, falls wieder mal Nacht eintreten sollte. Ich hoffe mal, dass du da Ivan auch eins kaufst. Ja, Moment. Nachtsichtgerät. Ach ja, hier Verbände kann ich auch noch mitnehmen. Einmal. Sagen wir mal zweimal. Aber ich bereite mich noch ein bisschen Einmal. vor.
Ja. Ah, ich habe eh nur eine grüne Spritze hätte ich gehabt. Weißt Eine. du? Ja, eine. Okay, das ist ein bisschen wenig. Madame ist ja gestorben gewesen, aber ich glaube, die kann sich auch ausrüsten. Ach so, Madame, ich dachte, du meinst jetzt mich. Aber da lasse ich es erstmal. Wir spielen ja, die nehme ich ja dann, falls da eine dann stirbt. Jetzt geht's erstmal weiter. Und mit dem renne ich momentan. Seht ihr, was für einen komischen Hut der auf hat? Na, richtig komisch. Mit dem habe ich, spiele ich da momentan, wenn ich alleine mal losziehe. Okay, dann würde ich sagen, ne? Jo, machen wir an dieser Stelle Bis, Schluss, bis. sagen Ja. danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder Genau. heißt Infestation Survivor Stories und auf Wiedersehen. Genau, tschüss, bis zum nächsten Mal.